Natalia Dyer und Charlie Heaton geben Einblicke hinter die Kulissen von Stranger Things. 3 Jahre lang müssen die Serienliebhaber sich gedulden. Doch Ende Mai hat das Warten endlich ein Ende. Der erste Teil der lang ersehnten 4. Staffel erscheint auf Netflix. Das Staffelfinale folgt dann Anfang Juli. Auch die brünette Beauty und der Brite sind wieder mit von der Partie. Im Promiflash-Interview spricht das Duo über die neuen Episoden und verrät dabei so einige spannende Details von den Dreharbeiten. Von Staffel zu Staffel versucht das Stranger Things-Team, die Messlatte immer etwas höher zu legen. Mit den neuen Folgen haben sie nun etwas gemacht, auf das alle sehr stolz sind, verrät Charlie. Im Vergleich zu den vorangegangenen Staffeln ist die neue jedoch wesentlich gruseliger. Das wird schon im ersten Trailer deutlich, erinnert sich der 28-Jährige. We've seen that there is this new threat, this new villain in Hawkins. And I guess from a sense, you're seeing that it's a darker, scarier threat than there's ever been. Bekommen die Darsteller es da am Set nicht selbst manchmal mit der Angst zu tun? Nein, wie Natalia gegenüber Promiflash verrät. Für sie überwiegt eher der Spaß. So erzählt die Beauty, dass sich besonders Steve-Darsteller Joe Keery kleine Pranks nicht verkneifen kann. We were like, I think we were near Crafty or something, and I think it's Tabasco sauce, and grabbed a bunch of these packs of Tabasco sauce, and then just put them all over Joe Quinn's drink. I don't know, it's just very, yeah, Joe Keery is always doing silly mm-hmm. things. Generell ist die Stimmung während der Dreharbeiten sehr ausgelassen. Doch das geht auch ganz anders, wie Stranger Things Neuzugang Tom Blaschia verrät. Obwohl er die Zeit am Set in Litauen und Atlanta damals sehr genießt, viel zu lachen gibt es nicht. Auch andere Charaktere sehen sich in der neuen Staffel mit schwierigen Situationen konfrontiert. Für Nancy und Jonathan stellt besonders ihre räumliche Trennung ein Hindernis dar. Well, I think long distance is hard for anybody. But I think especially in this time period when, it's very, very landline dependent. It's tricky. Wenngleich die Geschichte des Paares noch nicht auserzählt ist, sind die Darsteller einem Spin-off nicht abgeneigt. Charlie findet es beispielsweise reizvoll, komplett anderen Charakteren in der Stranger Things Welt zu folgen. Ich denke, sonst könnten wir genauso gut mit dieser Serie weitermachen. Ich vertraue den Duffer-Brüdern, dass wenn sie ein Spin-off machen, sie etwas auf die Beine stellen, das wirklich überraschend ist. Bis dahin bleibt allerdings spannend, wie es mit Eleven und Co. weitergeht.